Swiss Crypto Jay, dein YouTube-Channel rund um das Thema Krypto und Vermögen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Krypto-Family, und willkommen heute Dienstag. Ja, wir schauen uns ein bisschen den Bitcoin an, respektive es war ein Wunsch, mal die Wake-off-Phase mal anzudeuten. Da gehen wir gleich mit rein und wir lesen einen Bericht über den Umweltverschmutzungsteil von Bitcoin. Sehr, sehr wichtig. Bis gleich. Tschüss. So, willkommen zurück, meine liebe Community, meine liebe Crypto-Family. Wie haben wir uns aufgeregt? Ja. 500 Milliarden einfach mal weckt, weil Elon sagt, ja, Umweltmist brauchen wir nicht. Tesla ist ja was Nachhaltiges. Es geht doch nicht, dass man mit Dreck was Gutes kauft. Das passt irgendwie nicht. Ja, ja, lieber Elon, schade, verstehst du kein Deutsch, denn hier würdest du vielleicht was lernen bei meinem Content. Kannst gerne mal meinen Kanal abonnieren. Ja, vielleicht hast du ja gute Übersetzer bei dir im Team. Gibt sicher auch Schweizer bei dir, die dir vielleicht ein bisschen auf die Schulter klopfen können und sagen, hey, hör doch mal dem jungen Mann hier zu, der ist nicht ganz stark auf den Kopf gefallen. Ja. Also, wir gehen hier mal ganz kurz in diesen Bericht hinein, und das finde ich halt schon sehr wichtig, bevor wir jetzt in die Analyse hüpfen. Ja, einige von uns haben es ja schon im Tweet gesehen, respektive im Telegram-Gruppe hat das schon jemand gepostet gehabt, aber ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz darüber reden, vor allem für die Anfänger, für die Neulinge unter uns, die jetzt denken, oh scheiße, habe ich jetzt Bitcoin gekauft und es ist ein großer Fehler. Nein, war es selbstverständlich nicht, denn die Idee von Bitcoin, ja, es kostet Strom, es hat einen gewissen Wert, es hat einen Wert durch Sicherheit, es hat einen Wert durchs Mining, und das wusste man schon seit Beginn von Bitcoin, dass es irgendwann bei noch in 150 Jahren später dann werden die Stromkosten noch teurer sein. Aber ja, es ist wie es ist und die Leute verstehen es einfach nicht. Es geht um puncto Sicherheit und die Währung ist begrenzt. Das macht den Bitcoin aus. Das macht den Bitcoin einfach wertvoll. Ja, ich schütze mein Geld vor einer Inflation in Bitcoin. Was kann man davon nicht verstehen? Und das ist eben genau die Thematik. Ja. Auf jeden Fall sieht man es hier. Wir gehen nicht den ganzen Text rein. Ihr könnt es selbst lesen bei cointelegraph.com. Dieses relativ easy peasy. Also man sieht, dass hier Galaxy, das ist so eine Schätzung, die gemacht haben, verbraucht Bitcoin 114 Terawattstunden und die Bankenbranche 260 Terawatt. Aber selbst da ist noch lange nicht alles eingerechnet. Eben, ich habe es ein paar Mal gesagt, wenn man Geld druckt oder Münzen stanzt, man braucht dafür Rohmaterial, man braucht Strom. Ja, also was die Bäume da abgeholzt werden, was für die Münzen an Edelmetall oder was weiß der Teufel, was alles gebraucht wird, das muss man alles erstmal schmelzen, stanzen, machen, tun. Das kostet Strom ohne Ende. Jeder, der weiß, was eine Schmelze kostet, kostet massiv viel Geld. Das ist nur mal für die Münzen, für die Noten. Eben. Ich meine, wir hacken Urwälder ab, ja, damit man Geld weiterdrucken kann, und man holt irgendwie künstliche Farbe irgendwo her. Ja, ich will da gar nicht groß drauf eingehen, weil dann kocht mein Kopf und dann kannst du Spiegeleier auf mir braten. Das ist absolut kein Thema. Aber hier werde ich wirklich zum, boah. Also ich sage jetzt mal die 260 Terawatt, wenn man es wirklich im Detail rausholen würde, wirklich von der Wurzel bis jetzt, da behaupte ich, da sind wir beim Vier- oder Fünffachen, was das Bankensystem kostet. Ja. Weil hier fehlt ja zum Beispiel auch noch den Strom aller Automaten auf der Welt. Ich persönlich weiß nicht mal, wie viele Automaten es gibt, aber die sind weit, weit größer, als man denkt. Also hier, bitte Leute, schaut das nochmal ein bisschen in Ruhe an, lest den Bericht, das ist sicher, sicher gut. Und viele haben da auch ja gesagt, Elon soll in dem Fall anfangen, SpaceX mit nachhaltigen Treibstoffen irgendwie aufzubauen, weil sonst wäre das ja auch nicht grün.
Ja, für mich ist der Mensch irgendwie schizophren. Vielleicht spielt er ein falsches Spiel. Vielleicht kauft er jetzt wieder beim Dip und verkauft. Und wenn er oben ist, dann postet er wieder irgendeinen Mist. Ja, dass er wieder unten, also wenn, dann verkauft er natürlich vorab. Und dann kauft er natürlich unten wieder rein. Es ist Spekulation, ich will dem Mann auch nichts Böses. Es ist sein Leben, er soll das so leben. Er muss sich mit der Community ausschlagen. Das ist die Kehrtwende der Medaille. Wenn man ein großes Ansehen hat, kann man es relativ schnell verspielen. Und ich bin überzeugt, jeder, der jetzt Bitcoin hat, überlegt sich auch wirklich Tesla zu kaufen. Und ich habe einen Tweet gesehen von Plan B, wo er mit seinem Vater WhatsApp geschrieben hat, wo der Vater gesagt hat, hast du das gesehen mit Elon Musk, bla bla bla. Dann hat er ihm Antwort gegeben, dann hat er gesagt, ja, weißt du was, der Vater zu Plan B, weißt du was, ich glaube, ich verkaufe jetzt meinen Tesla, damit ich günstige Bitcoin kaufen kann. Geil. Das finde ich wirklich geil. Leute, wirklich, nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht, mein Content muss seriös sein und das ist mir auch wichtig. Und mir ist auch wichtig, dass ihr da draußen Menschen helft, dass ihr Menschen unterstützt. Ja, es gibt genügend Menschen auf der Welt, die haben extrem viele Probleme. Jeder, der tradet, hat im Prinzip kein Problem, weil es geht ihm gut, weil sonst hätte die kein Geld zum Traden. Ja, ihr müsst einfach, und das ist ein bisschen mein Wunsch auch, vielleicht eher die Menschen auch ein bisschen mitnehmen in den Crypto-Space, um sie halt von einer Nachhaltigkeit zu überzeugen, die halt gesund ist für unser Umweltsystem. Es ist gesund für euer Geld, für euer Vermögen, weil es wird nicht zerstört. Ja. Und das ist wesentlich, ja, das ist wesentlich wichtiger, als sie irgendwie zu überzeugen, in irgendeinen Fonds von Banken zu investieren, wo man morgen nicht mehr weiß, wenn man aufwacht, ob das dann auch noch da ist. So, gut, und jetzt geht's ab in die Chartanalyse. Bis gleich. So, yuppie, sind wir wieder da. Gut, also Liquidations 58, ja, sieht meiner Meinung nach sehr, sehr human aus, wenn man hier jetzt mal anschaut. Übrigens, die Maus hinbekommen, großes Lob an mich. Aber es sieht hier immer noch sehr, sehr ruhig aus, weil viel für, sich auf ein bisschen vorsichtig unterwegs sind. Aber wenn man in die Long- und Short-Positions reingeht, dann sieht man es relativ gut. Es hat ja teilweise abgenommen mit Long-Shorts. Ja? Also wir waren ja immer über 90-92% auf Long. Jetzt sind wir bei 77%, haben aber einen Zuwachs von 162% bekommen. Über Nacht. Also viele sind jetzt wieder eingestiegen, haben wahrscheinlich den Double-Button auch entdeckt, wo ich da noch gepostet habe, in 1-Stunden-Timeframe von Bitcoin. So, gut, ja, dann würde ich sagen, hüpfen wir mal rein. Heute wird es vielleicht ein bisschen länger, weil die Wake-Off-Phase wurde ja angesprochen, die zeige ich nachher gleich hier drin. Wir gehen aber als erst kurz in den Bitcoin-Chart hinein. Wo zur Hölle sind meine EMA Ribbon? Die sind ja plötzlich nicht mehr da. Was ist denn passiert? So, ja, was habe ich denn hier? Was haben wir denn hier gesehen? ja, Leute, ich habe es ja gesagt, was passiert. Und es ist ziemlich genau passiert. Ja, wir haben es nicht genau hinbekommen. Aber ja, wir sind ja absteigend. Wir sind im Tages, Entschuldigung. Hier noch schnell den Wechsel machen. So, das Double Bottom hier habe ich euch ja eingezeichnet gehabt. Wenn das kommt, gibt es einen Boost nach oben. Jetzt ist aber Vorsicht gehalten. Ja. Man muss jetzt nicht denken, oh, jetzt haben wir den kurzfristigen Trend gebrochen. Wir haben, und das muss immer im Blickfeld bleiben, ja. Wir haben hier das Descending Triangle, den absteigenden Kanal. Und ihr dürft auch nicht vergessen, wir hatten jetzt Support mit dem Double Button, das ist korrekt, weil wir ja eigentlich ein riesen Head and Shoulders, und ich versuche das hier gerade mal kurz nochmal einzugreifen, so,
Ja, wir haben hier ein Riesen Head & Shoulders gebildet. Das Riesen Head & Shoulders ist immer noch ein Zieltarget hier auf der Spitze von 35.000, ja, sagen wir 36.000, das ist, nehmen wir gerne die ganze Zahl, 36.000. Wir hätten aber hier einen weiteren Support, das kommt übrigens nachher gleich im Video mit den Candlesticks, wo wir gestern angefangen haben mit dem Learning, Trading Learning. Wenn du Chart lesen willst, dann komm bei uns in die Telegram-Gruppe, ganz, ganz wichtig. Unten findest du den Link, ist kostenlos, einfach reinkommen und mitlernen, ja, wie du Chart zukünftig lesen kannst oder Pattern erkennen kannst und so weiter und so fort. Alles kostenlos, einfach vorbeikommen. So. Was wir jetzt halt hier eben sehen, dass da haben wir eine Supportlinie in der Vergangenheit, natürlich da wäre die Möglichkeit gewesen, dass wir hier eine Chance hätten, wenn das Head & Shoulders noch kommt, dass wir hier noch einmal gestoppt werden und neuen Support kriegen. Ansonsten, wie gesagt, 36.000, hier wären wir ja bei 39.000, das sind die 3.000 plus minus. So, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir dies immer noch ein bisschen im Kopf halten, weil, und jetzt kommt das Weil, wir müssen hier wieder ein bisschen das in die Nähe ziehen, was relativ einfach ist. Ja, was sehen wir? Wir haben hier das Descending Triangle, wir sind nach unten ausgebrochen, was korrekt ist, aber wir haben das Zieltarget noch nicht wirklich vom Descending Triangle, könnte man sagen, hätte man. Wir haben es natürlich ein bisschen verfehlt, wegen dem Double Button, aber das wäre plus minus bei 41.000 dann fertig gewesen. Von dem her gesehen kann man sagen, okay, das hat sich somit mal erledigt. Jetzt ist die Frage, und das ist jetzt extrem wichtig, was passiert denn mit uns, wenn wir es jetzt schaffen, hier oben wieder reinzukommen? Nun, jetzt haben wir die untere Trendlinie vom Ascending Triangle und das ist jetzt wie ein kleiner Widerstand. Das ist nicht der richtige Widerstand, aber es ist ein kleiner Widerstand, weil das war ja die Linie, die uns eigentlich vorher supportet hat, dass wir eben nicht runterfallen. Und das hat dann eben nicht funktioniert. Aus diesem Grund müssen wir uns jetzt hier durchkämpfen und da oben mit ein bis zwei Kerzen bestätigen, damit wir es wieder schaffen können, uns neu aufzubauen. Aber, und jetzt kommt das Aber, das bedeutet aber auch für uns, dass wir hier oben die Abwärtskeil-Trendlinie, diese hier, die ich jetzt hier schön einzeichne mit einer ganz hässlichen Farbe, ist hier natürlich jetzt die Frage, wenn wir das nicht schaffen, und das ist sehr, sehr wichtig, das müsst ihr jetzt wirklich aufbauen, für jeden, der einen Trade offen hat oder einen Trade öffnen möchte, wenn wir hier abgelehnt werden und nicht schaffen durchzubrechen, wieder abgelehnt werden, dann spitzt sich das Descending Triangle wieder zu und das ist dann erst abgeschlossen, so plus minus ja, 21. rum, 20, 21 rum, dann werden wir wieder runterfahren. Ja? Und das ist dann wieder irgendwo, wo wir uns dann neu formieren müssen. Ja? Also wie gesagt, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn ich jetzt natürlich ein Bär wäre, wo würde ich mich positionieren? Ganz klar, ein wenig oberhalb dieser Linie. Und wieso oberhalb? Weil ich möchte ja, dass die Bullen sich ja an mir verbrennen, weil viele eröffnen ja erst die Longs, wenn wir hier durchbrechen. Und genau dann würde ich kommen und sagen, okay, ich als Bär würde mich jetzt irgendwo so bei 48.000 herum, 48.400 wäre eine sehr gute Einstiegsmöglichkeit für einen Bär, um Shorts vorzubereiten, um eben genau den Bullenmarkt da zu stoppen. Ja? Weil, wie gesagt, viele kommen dann erst und ich möchte ja viele dann liquidieren, so gut es geht, um meinen Weg frei zu schießen. Und das sind halt immer so kleine Überlegungen, die kommen immer, kommt ihr dann selbst mit den Jahren dazu. Aber das wird dann auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Wenn es jetzt aber uns gelingt, im 4-Stunden-Chart dieses W hinzubekommen, ja, was wir jetzt eigentlich immer noch auf gutem Weg sind, dann ist es auch sehr, sehr gut möglich, dass wir es schaffen. Aber dann müssen halt jetzt wirklich die Bullen mal zusammenarbeiten. Und ich rede jetzt von den Bullen von der ganzen Welt, ja, also da reden wir von Europa, vom Westen und vom Osten. Und wenn wir das dann halt irgendwie nicht schaffen, ja,
dann weiß ich auch nicht. Also die Möglichkeit wäre mal da, sicher mal die 50.000 anzutesten. Wenn wir genügend Luft bekommen, dann hätten wir dann auch die Möglichkeit, weiter hochzugehen. Wenn man aber das W sauber einzeichnen will, dann macht man das von der Neckline bis zum tiefsten Punkt vom Button. Und wenn man das dann auf die 4 Stunden plus minus Kerzen, das verschiebt sich ja immer hier um eine Timeline, würde ich mal sagen, plus minus hier genau, wäre ein Target von 52.500 wäre realistisch. Das heißt, das wäre eine gute Möglichkeit, eben wie gesagt, jetzt für die Bullen, nicht für den Bären gesehen, bei 48.200 einzusteigen. Das wäre ein sehr, sehr gutes Ereignis. Ja, so, genug über Bitcoin gesprochen. Ich werde euch updaten über die Telegram-Gruppe und euch weiterhin informieren, wenn ich was Neues sehe oder Neues merke. Bis dahin würde ich sagen, vielen lieben Dank für all die Spenden, die ihr mir gemacht habt. Das ist ja Wahnsinn, also ihr seid echt verrückt, geisteskrank meiner Meinung nach. Aber es gefällt mir und ich habe Freude, dass es euch Freude gibt und euch natürlich hilft. So, ich verabschiede mich und wir sehen uns gleich bei Ethereum, XRP und Cardano. Ciao. Stopp! Ich habe hier was ganz Wichtiges vergessen. Jetzt wollte ich schon Tschüss sagen. Meine Güte, ja. Also, seht ihr, es ist morgen früh, dann bin ich manchmal nicht so auf der Höhe. Ja, ich wollte euch ja noch was anderes zeigen und zwar ganz, ganz wichtig. Es war ja ein kleiner Wunsch über die Wyckoff-Thematik zu sprechen und ich muss sagen, mittlerweile ist schon fast beängstigend, wie ähnlich dieses Symbol ist. Und hier möchte ich ganz kurz ein Bild mit einbinden, wenn ich es schaffe. Wo haben wir es hier? So. Ihr seht es relativ gut, ja, wie ein Wyckoff, das ist dieser eine da, 1800 irgendwas, geboren, hat da eine eigene Strategie aufgebaut. Plus minus sagt es nichts viel anderes, es sind 5 Phasen aufgebaut. Als erstes wird man irgendwo einen Trend erkennen, wenn man einen gewissen Peak hat, wo man dann einfach sagt, psychologisch gesehen, ich stoße einen Teil ab. Das ist eigentlich nichts anderes, als was ich euch auch immer wieder ein bisschen sage. Aber es ist ein bisschen aufgeteilt mit Nachfrage bestimmtes Angebot. Ja, ist die Nachfrage höher als das Angebot, dann nimmt natürlich die Gewichtung zu. Ist die Nachfrage kleiner als das Angebot, das heißt, es hat zu viele Bitcoins auf dem Markt und niemand will die kaufen, auf gut Deutsch gesagt, dann fällt es wieder irgendwie runter. Das sind natürlich jetzt immer solche Tweets wie Elon Musk etc. hier auch immer wieder uns ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal Stein in den Weg werfen, weil die manipulieren mit solchen Aussagen halt eben die Frage. Ja. Aber es ist hier relativ gut zu sehen, also wir haben eine Phase A, ja, und in der Phase A ist es die PSI, wenn man so sagen will, die Preliminary Supply, ja, die darauf hindeutet, dass die Verkaufskraft steigt. Ja. Also man sieht hier, dass die Verkaufskraft hier gestiegen hat und das sieht man natürlich bei Bitcoin ebenfalls sehr stark. Ja. Also wir haben, gehen wir noch ein bisschen weiter zurück, machen es noch ein bisschen kleiner, ja. Es hat hier eine riesen Kaufkraft gegeben und dann kommt natürlich dann die große Frage, das wäre dann die BC, der Buying Climax, wo dann die Intensität der Kaufaktivität gebildet wird. Ja. Also man sieht dann relativ gut, wo es dann wieder verkauft wird. Also wir sind hier hoch, sind dann wieder nach oben geprallt, also hier wäre dann relativ stark zu sehen. Also man kann es hier kurz einzeichnen. Machen wir es relativ einfach. Das wäre die PSI. Und dann haben wir hier die PC. So. Und dann, das ist dann schon extrem wichtig, ja, weil das müsste man dann anschauen, weil jetzt kommen die automatischen Reaktionen, die AR ins Spiel und das ist auch noch Phase A, weil es halt eben wichtig ist. Ja? Wenn ich das jetzt hier unten so einzeichne,
habe sie heute mit meiner Maus. So. Das wäre dann hier sehr typisch AR. Und das passt jetzt, wenn ich jetzt das Bild wieder nach vorne nehme. Ja, also wir sehen hier, wir haben hier der Trend hat sich gesteigert. Wir haben uns hier oben, ja, wenn man es hier Spiegelvergleich macht, hier oben, man hat die ersten abgestoßen. Es hat sich dann unten wieder ein bisschen hoch, ging dann wieder in einen neuen Trend hinauf. Ja, man hat hier oben wieder abverkauft, ging dann nach unten, hat dann unten automatisch reagiert und gesagt, okay, es ist Zeit, wieder neu einzukaufen. Dann ging es hoch und es gab einen Test, ja, also dieser ST, wie man es so, wie er es genannt hat, ja, das ist der sekundäre Test. Und ja, den kann man hier jetzt eigentlich relativ gut einzeichnen, ja, Text. ST. So, und dann seht ihr das relativ gut, ja, also es bildet sich wirklich, wenn man das so ein bisschen anschauen möchte, es bildet sich relativ eine starke Linie, ja, und das ist halt eben genau das, oder? Also wenn man jetzt auf die Wyckoff geht, dann gibt es quasi auf dieser Ebene von BC und von ST eine Art, ja, Supportbox, ja, wenn man das so will. Eigentlich könnte man, ja komm, wir zeigen eine Supportbox ein. Wir nehmen eine Retect. Da bist du. So. Also das hier wäre dann die Supportbox. Also nicht die Supportbox, Entschuldigung, die Widerstandsbox. Und hier unten dann. Hier unten dann. Komm zu mir. So, das hier unten wäre dann der Support, in dem Bereich, so, also wo die AR ist. So, das wäre dann so ziemlich der Supportbox. Und was ist jetzt natürlich schlussendlich auch, also ihr könnt das Bild nachher selbst mal anschauen, das ist auch sehr spannend, weil sonst überziehe ich wieder die Zeit, ich kann hier nicht jedes einzelne einpacken. Aber bei einer Wyckoff 5-Phasen-Theorie und das ist sehr, sehr brutal, ja, und ich will jetzt nicht irgendwie aufschrecken, dass ihr Angst bekommt, aber das ist die Strategie von ihm. Das wäre dann das Zieltarget so relativ, ja, und wenn man jetzt hier rüber geht, wir sehen jetzt, wir sind jetzt eigentlich hier in einer Supportbox, ja, wie wir es jetzt gerade sehen, das ist auf der Tageskerze, genau, ja. Dann werden wir irgendwo plus minus so im Juli, ja, wenn es nach Wyckoff gehen würde, im Juli unter die 20.000 fallen. Ob sich dieses Szenario bestätigt, kann ich jetzt nicht sagen. Und ich will es auch nicht bekräftigen oder unterschreiben. Wieso will ich das nicht? Weil der Markt früher bei Wyckoff never so beeinflussbar war wie heute. Ja. Damals gab es kein Instagram, es gab kein Twitter, es gab kein YouTube, es gab nichts solches. Ja. Da gab es eine Zeitung. So. Da kam, klar gab es auch Manipulationen, aber nicht in diesem Maße. Hier, wenn ein Elon Musk mit, keine Ahnung, die halbe Welt folgt diesem Idioten, wenn der irgendwas postet, dann springen die ja von der Brücke. Ja. Kennt ihr noch den Spruch von früher? Wo die Mutter gesagt hat, wo du gesagt hast, ja, mein Freund Benny, der hat auch das gemacht, wenn er das darf, darf ich das ja auch. Hat dann eure Mutter nicht auch gesagt, wenn Benny von der Brücke springt, springst du auch? Eigentlich schon bitter, dass die Eltern das uns schon früher mitgeteilt haben und irgendwie die meisten Menschen verstehen es heute noch nicht und wir sind einfach ein Amazis-Staat. Ja, anders kann ich es nicht sagen. Ja, also ich würde jetzt hier wirklich nichts hineininterpretieren. Ja, es ist schon bitter, wie sich das extrem dem Bitcoin-Verlauf passt. Ja, es ist extrem. Vielleicht aber auch hat der Elon Musk dieses Teil hier am wie sagt man das auf Hochdeutsch, im Badezimmer, wo er die Zähne putzt, beim Spiegel hängen, ja, und denkt, so, jetzt kommt das etwa hin, ich mach mal wieder einen Tweet, dann fällt das wieder runter. Und dann irgendwann kann er sagen, ich habe die Wyckoff durchgezogen mit meinen Tweets. Müsste man theoretisch jetzt einmal in die Vergangenheit reisen und schauen, wo bei diesen Punkten, ja, mit den
mit dem BC, mit dem PSI, mit dem AR, gab es da immer Tweets von Elon? Das wäre noch extrem spannend. Das wäre echt extrem spannend. Wenn das passieren würde, dann hätte ich Gänsehaut, weil ich glaube nicht, dass der Mann, dass er das dann im Unbewussten getan hat. Das ist, glaube ich, unmöglich. Ja. So, ja, das war jetzt eben das Thema. Mir. Ich werde das im Auge behalten, wenn sich das irgendwie rauskristallisiert, würde ich euch natürlich informieren. Wenn der natürlich darunter fällt, dann muss ich ganz ehrlich sein, dann kaufe ich, keine Ahnung, 4-5 Bitcoins. Wenn er unter 20.000 kommt, kaufe ich nochmal 4 oder 5 Bitcoins on top. Ist mir wurscht. Und wenn ich, keine Ahnung, was verkaufen muss, was ich noch nicht habe, dann werde ich es tun. Das könnt ihr mir glauben, Freunde. So.